Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört. Da habe ich mir ja schon gedacht, dass da eine längere Quest rauskommt. Mal sehen, ob ich recht hatte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Omen hat Gudrun in einen tiefen Schlaf hinabgezogen. Ja, Abdurak. Azura sei gepriesen. Ich verlor schon den Glauben. Ihr hattet recht mit General Gudrun. Das Omen des Verrats hat den General im Griff. Er war dabei, Emmerich zu verraten und Wegesru anzugreifen. Das war Verminas eigentlicher Plan. Die Vernichtung des Dolchsturzbündnisses. Was war ihr Plan? Es klingt, als ob ihr Omen den Geist des Generals verdorben und ihn dazu gebracht hat, König Emmerich zu verraten. Ich vermute, dass das Omen die Dinge in diese Richtung beeinflusst hat. Doch durch euren Sieg über die Oger habt ihr seinen Plan aufgedeckt, bevor es darauf vorbereitet war. Das Omen ist also fort? Nein. Vermina und ihr Scharge halten den General immer noch in ihrer Umklammerung. Ihr habt dies schon einmal getan, also denke ich, ihr solltet es wieder tun. Wir müssen Gudrun zurückholen. Ich werde in Gudruns Traum eintauchen. Okay, das sieht jetzt allerdings mal ganz anders aus als vorher. Hallo? Ja, sind die jetzt auf ihn fixiert oder nicht? Ich kann's. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Nerv mich doch jetzt nicht. So, kann ich die jetzt endlich mal drücken hier, die Karte? Hallo? Stellt meine Befehle nicht in Frage. Sagt dem Kommandanten einfach, dass wir mehr Soldaten und Vorräte brauchen. Jawohl, General. Wenn ihr sagt, dass wir sie brauchen, dann brauchen wir sie. Okay, folgt ihnen durch den Traum. Machen wir doch. Schwupps. Kommt mal her. Die steht so blöd im Weg rum. Ich sehe hier nur gar nichts. Das ist alles so dunkel. Aber irgendwo dahin. Ah, hier, okay. Ihr müsst in Bewegung bleiben. Warum, wenn meine Gegner vor mir stehen? Hä? Es tut mir leid, General. Wir können nicht so viele Truppen gegen die Eisenhand-Oger einsetzen. Wozu braucht ihr drei Regimenter? Rache. Emmerich vertraut mir. Ich lasse Wegesru leiden, wie Orsinium gelitten hat. Okay. Die Frage ist, ist er wirklich von Rache getrieben oder... Da gehe ich jetzt wieder zurück, oder? Ist er wirklich von Rache getrieben oder wird ihm das jetzt quasi eingetrichtert? Das ist jetzt die große Frage. Es geht ja eigentlich darum, dass ihm alles eingetrichtert wird. Ich lehne keine Verbündeten ab, aber vergesst nicht, wer das Sagen hat. Natürlich, General. Nachdem wir Wegesru geplündert und den König getötet haben, könnt ihr die Stadt haben. Wir wollen nur die Bewohner. Okay. Ihr habt so hart gekämpft und alles vergebens. Dieser Traum wird euer Grab. Naja, das haben schon viele oben zu mir gesagt. Omens vor allen Dingen. Also Omen. Es ist töricht von euch, sich mir in den Weg zu stellen, Sterbliche. Ich wünsche eure Gegenwart in Modafen. Kommt zu mir. Hallo? Ich denke, ich soll mit der reden. Da, jetzt. Ihr Sterblichen, immer steckt ihr euch so hohe Ziele.
Ihr träumt davon, euch in meine Pläne einzumischen. Doch das sind nur Spinnereien. Ich habe General Gottrien befreit, oder etwa nicht? Glaubt ihr wirklich, meine Intrigen wären so leicht zunichte zu machen? Ihr seid nicht einmal ein echtes Hindernis. Ich glaube euch nicht. Der Erfolg der Omen war nie entscheidend. Das war nur ein Tagtraum. Der Albtraum beginnt jetzt. Ihr Narren, ihr habt euren General geschützt, aber ihr habt euren König geopfert. Was habt ihr dem König angetan? Wieder einmal kehrt ihr mit einem von Verminas Opfern sicher aus dem Traum zurück. General Gordrun scheint wieder er selbst zu sein. Das ist gut, aber Vermina hat es auf unseren König abgesehen. König Emmerich? Das ist schlecht. Wir haben gerade Nachricht erhalten, dass der König erkrankt ist. Das kann kein Zufall sein. Vermina erhöht den Einsatz. Sie greift ein letztes Mal nach der Macht, indem sie unseren König angreift. Und wir haben einen erfüllten Froststab vom Set Mantel des Träumers erhalten. König Emmerichs Erkrankung kann kein Zufall sein. Vermina erhöht den Einsatz und greift ein letztes Mal nach der Macht, indem sie den König direkt angeht. Ich bin hier völlig überfordert. Ich werde an die Seite des Königs eilen, aber wir müssen Azuras Hilfe einholen. Wie können wir um Azuras Hilfe bitten? Ihr müsst zu Azuras Schrein beim trauernden Riesen gehen. Er wurde geschändet. Und ich fürchte, dass die überirdischen Träumer damit zu tun haben. Ungeachtet dessen muss das Schrein geläutert werden. So viel ist sicher. Wie läutere ich ihn? Um den Schrein zu läutern, müsst ihr Glühstaub von den Irrlichtern an der Ostküste sammeln. Und außerdem noch das seltene Mineral Azurit aus den Hügeln im Norden. Läutert den Schrein und betet um Azuras Führung. Sie wird uns nicht im Stich lassen. Ich werde Azuras Rat einholen und euch dann in Wegesruh treffen. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. So nach dem Motto, rennt in die eine Richtung und rennt dann in die andere Richtung. Mal sehen. Naja, gut, es ist noch relativ in der Nähe. Nein, ich bin nicht da. Bin ich da und du wirst mich nie wieder finden. Reite geschwind, mein Ross. Auch wenn du kein Ross bist. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja. Moment, ich glaube, ich muss hier rum. Sammelt Glühstaub von den Irrlichtern. Achso, Irrlichter. Irrlichter sind hier unten. So, einmal. Zweimal. Wenn ich jetzt hier... Ja, ich wusste, dass ich dann schwimme. Ich hab's gewusst. Och, Mann, Jan ist aber so blöd. Was habt ihr auf Hallo? Dem Herzen? Gehst du mal weg hier? Komm ich da dran? Ja, ich komm dran. Basti, du weißt, dass du da nicht schwimmen kannst. Nicht stehen kannst, nur schwimmen kannst. So, Moment. Vier. Irgendwo war doch hier eben auch noch eins. Jetzt ist es weg, oder was? Da ist noch eins. Komm her. Komm her, mein liebes Glühlicht. Mein liebes Irrlicht. Komm her. Nein, lass mir doch mal den Basti in Ruhe, Mensch. Ja. Lass ja. Dieser Staub wird meinem Schrein das Licht zurückbringen. Ach so. Bringt ihn zusammen mit dem Stein zu meinem Schrein. Mach ich gerne. Ich muss nur mal eben freischalten. Und da muss ich mal eben gucken, wo ich eigentlich hin muss. Moment. Der hat mir das gar nicht so richtig mehr angezeigt. Hier hoch, ne? Sammelt Azurit in den Hügeln. Keine Ahnung, was Azurit ist. Lalalala. Aua. Ich dachte schon, ich falle hier runter. Oh, geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Ich muss ganz runterfallen wollte ich nicht. Ich muss gucken, wo ich hin muss. Das ist mein Problem. Hä? Muss ich doch wieder da hoch?
Mann, geh mir aus dem Weg, du nervtötendes Etwas hier. Muss ich da vielleicht doch irgendwie durch? Hab jetzt keine Zeit und keine Lust, hier nachzugucken. Okay, da rein muss ich nicht. Oh, hier ist eine Scherbe. Die können wir natürlich auch mal direkt mitnehmen. Oder auch nicht. Hallo? Scherbe. Ich bin verborgen, Scherbe. Ich möchte dich gerne aufnehmen. Ah, jetzt. Aber die Scherbe sollte doch... Ne, ist eine andere Scherbe. Okay. Aber irgendwo hier... Bin ich jetzt tatsächlich so blind? Das soll doch hier oben sein, oder nicht? Sammelt Azurit in den Hügeln. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie Azurit hier drin aussieht, weil ich das noch nie gesehen habe. Oh, ein Buch. Sehr schön. Habe ich keine Ahnung, wie ich das sammeln soll. Wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder raus? Gar nicht. Auch nicht schlecht. Ja, ich stehe jetzt tatsächlich etwas auf dem Schlauch. Da unten ist aber was. Ah! Ah! Ah, so sieht Azurit hier drin aus. Okay. Okay, eins haben wir. Irgendwie müssen wir anscheinend hier auch drunter kommen. Ich habe hier noch keinen Eingang gesehen. Doch, hier. Ach, natürlich bewachst du jetzt wieder das Azurit. So. Na komm schon. Hallo. Nummer 2. Nummer 3. Aber das muss nicht in den Höhlen sein, nehme ich mal stark an. Also nicht zwangsläufig. Aber ich habe schon gesehen, hier sind auch schon beide Stellen. Das ist gut. Greift er mich an, wenn ich hier... Natürlich greift er mich an. Es sei denn, Basti kümmert sich ausnahmsweise mal drum. Hallo. Och, Leute. Mein Gott, kann man das denn auch mal abbauen? Ich habe keine Aggro auf mir drauf, muss aber eine halbe Stunde warten, bis ich eh drücken kann. Das ist immer so ätzend. So, Hallöchen, Bärchen. Auch hätte ich das gewusst, hätte ich 2 in der Hülle gemacht. Na toll. Und wieder kann ich nichts drücken. Hervorragend. Ihr habt den Stein. Geht weiter, Sterbliche, und kommt zu meinem Schrein. Och, wieso kann ich denn jetzt nicht... reiten. Ich habe doch beide Bären, mit denen ich im Kampf war, kaputt gemacht. Ist das jetzt euer Ernst? So, jetzt aber. Schrein. Irgendwo hier. Folgt dem Licht bis zu meinem Schrein. Zerschmettert auf eurem Weg zu mir Verminas dumme Diener. Dumme Diener. Der ist gut. Ist das der Schrein? Nee. Sieht aus, als ob das hier der Schrein ist, oder? Nee, Moment, jetzt bin ich doch falsch. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir müssen hier rum. Voilà. Och, ja. Geh bloß nicht da hoch. Mensch. Was ist jetzt für ein komisches Geräusch? Hallo? Irgendwie ist das hier heute ein bisschen seltsam. Jesu wurde übernommen von den Außerirdischen laut den Geräuschen. So, hier oben. Das sieht schon mal besser aus. Da? Oder auch nicht? Ja, wo ist er denn jetzt? Dies war einst ein glorreicher Schrein. Aber die Zeit und diese Narren haben ihn besudelt. Kommt. Reinig den Schrein und wir werden uns unterhalten. Ach, da hinten. Ah, gefunden.
Okay. Das war gute Arbeit, Sterbliche. Ihr habt meine Traumscherbe zurückgebracht, die Omen von Vermina bezwungen und nun auch noch meinen Schrein geläutert. Aber die Herrin der Albträume hat Sturmhafen noch nicht aus ihren Klauen entwischen lassen, oder? Nein, sie hat es jetzt auf Großkönig Emmerich abgesehen. König Emmerich hat meinen Geisthütern gegenüber viel Toleranz gezeigt. Und das ist mir nicht entgangen. Erst greift Vermina meine Abtei an, dann schändet sie meinen Schrein und jetzt das. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es fast persönlich nehmen. Werdet ihr uns im Kampf gegen sie unterstützen? Ja. Diesmal hat Vermina es übertrieben und muss ihre wohlverdiente Strafe erhalten. Ich werde euch helfen, aber ihr solltet wissen, dass es schwer sein wird, den König aus ihren Fängen zu befreien. Viel schwerer als bei den anderen. Was macht diese Situation so anders? Diesmal hat sie ihren eigenen Gemahl entfesselt, Galtis, den Nachtschreck. Er verschlingt König Emmerichs Geist in diesem Albtraum und verwehrt euch den Zugang zu ihm. Ich werde euch einen Dämmerstein geben, damit ihr in den Albtraum eindringen könnt. Aber Galtis zu besiegen wird nicht so leicht werden. Wie besiege ich Galtis? Ihr habt euch bislang als sehr talentiert und einfallsreich erwiesen. Lasst dies eine weitere Prüfung eurer Stärke sein. Ich bin sicher, dass ihr wieder einmal treu dienen werdet. Und nun geht, Sterbliche. Geht euren König retten und erteilt Vermina eine Lektion, damit sie in Zukunft die Finger von allem lässt, was mir gehört. Vielen Dank, das werde ich tun. Jetzt bin ich gerade überlegen. Moment, wir müssen nach Wegesruh. Da der Abstieg hier jetzt wieder ein bisschen schwieriger sein wird, würde ich sagen, dass ich hier einen kleinen Cut mache und wir sehen uns dann gleich in Wegesruh wieder. Bis gleich. So, wir sind am Schloss, wo noch keiner in heller Aufruhr ist. Okay. Ja gut, die Leute sollen wahrscheinlich auch nicht davon erfahren, nehme ich mal an. Hier ist keiner. Ah, er ist oben, okay. Ich habe mich schon gewundert, dass er jetzt auf der anderen Seite ist. So, guten Tag. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber der König schwindet mit jeder Stunde ein wenig mehr dahin. Ich fürchte außerdem, es gibt auch keinen Weg, in seinen Traum einzutauchen. Dieses Mal steht uns nur ein anderer Weg offen. Ein sehr viel gefährlicherer Weg. Azura hat mir einen Dämmerstein gegeben, mit dem ich in den Traum eintauchen kann. Ein Dämmerstein? Faszinierend. Ich habe von Ihnen gehört, aber noch nie einen gesehen. Man sagt, Azura hätte einst einen Dämmerstein verwendet, um die Grenze zwischen Tag und Nacht zu durchbrechen. Vielleicht kann ein solcher Stein auch die Grenze zwischen Wachen und Schlafen durchstoßen. Ich hatte meinen Glauben beinahe schon verloren. Ich weiß nicht, warum ich an Azura gezweifelt habe. Warum ich an euch gezweifelt habe. Womöglich deshalb, weil ich dem König so nahe stehe. Er wird in seinem Traum von Furcht zerfressen. Das ist das Werk des Nachtschrecks. Der Nachtschreck? Verminas eigener Gemahl? Dann war die Gefahr, die die Omen darstellten, gar nichts gegen das hier. Der Nachtschreck. Sein Name war einst Galtis und er war Verminas Geliebter. Nun ist er ihr Champion. Azuras Diener meinte, ich müsste mich ihm stellen. Das müsst ihr wohl tun. Doch seid gewarnt. Der Nachtschreck nimmt viele Formen an und verfügt über unzählige Mittel und Wege, Schmerz und Angst zu verbreiten. Kein Wunder, dass der König derart leidet. Also sputet euch. Möge Azura mit euch sein, meine Freundin.
Seid unbesorgt. Ich werde den König retten. Mehr kann ich nicht tun. So, wir müssen... Können wir hier reiten? Oh, das ist cool. Dann reiten wir doch einfach zum Ziel. Hier. Ich bereue den Tag, an dem mein Vater euch meine Hand zur Ehe gegeben hat. Ihr seid nicht würdig, mein Ehemann zu sein. Und ihr seid erst recht nicht würdig, mein König zu sein. Der Gefangene muss für seine Verbrechen büßen. Nur so kann die Ordnung im Königreich wiederhergestellt werden. Also König Emmerich gegen König Emmerich, ja? Okay. Welche Verbrechen werden dem Gefangenen zur Last gelegt? Verrat. Seine Taten hätten das Dolchsturzbündnis vernichten können. Er hat sich in jeder nur erdenklichen Weise als unwürdig erwiesen. Er verdient den Tod. Ihr klingt nicht wie König Emmerich. Aber ich bin König Emmerich. Der neue König Emmerich. Der unwürdige Schwächling ist fort. Und ich nehme nun seinen Platz ein. Das werde ich euch nicht tun lassen. Warum habt ihr ihn gezwungen zu gehen? Ich stand so kurz davor, den Frieden des Todes zu erfahren. Es war nur eine Narretei. Das Dolchsturzbündnis, mein Königreich, mein Leben. Ich war es niemals wert, ein König zu sein. Ich werde hier sterben. Und jemand Würdigeres wird meinen Platz einnehmen. Das ist ein Traum, Eure Majestät. Nein. Ich wünschte, das wäre wahr. Es war das andere Leben, das ein Traum war. Die ganze Sache um das Dolchsturzbündnis war nur ein Bündel Lügen. Dies ist die Realität. Furcht, Blutlust, Verrat. Ich denke, in meinem Herzen wusste ich es schon immer. Bitte vertraut mir einfach. Wir müssen gehen. Nein, ich werde nicht noch einmal darauf hereinfallen. Er hat es mir tausende Male gezeigt. Zu hoffen bedeutet zu leiden. Warum bringt ihr mich nicht einfach um und wir beenden das? Holt Galtes zurück. Er kann mich haben. Er kann ich sein. Beendet einfach nur diesen Albtraum. Wohin ist Galtes gegangen? Einen gebrochenen Mann zu verhöhnen, das ist erbärmlich. Selbst für eine Kreatur des Reichs des Vergessens. Ihr wisst, wohin er ist. In mein Schloss. Sein Schloss. Seine verdammten Schergen haben die Schlüssel. Der Ritter, der Dieb, der General. Wenn ihr mich nicht umbringt, dann bitte geht. Geht einfach weg. Wow, dass man jemanden so gebrochen sehen kann und das noch als König. Ritter, Dieb und General. Ja, wie ich erhofft hatte, sind sie zumindest angezeigt. Der ist aber da oben. Wie komme ich denn da hin? Hier. Wenn Galtes König ist, wird mir Hosni Arturan nicht mehr entwischen. So, dann müssen wir hier runter und darum. Wenn der Nachtschreck Sturmhafen erobert hat, wird mir General Kotrun wieder gehorchen. So, und die letzte Stelle. Hier drin, ne? Wenn Galtes über Sturmhafen herrscht, komme ich zurück und hole mir Sir Hughes. So, das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, wieder unten die Treppen quasi darunter, ne? Nee, stimmt gar nicht. Wir müssen hier wieder hoch. Ah ja, genau, hier ist das Schloss, klar. Ja,
Das sieht irgendwie alles so anders aus in dieser Traumwelt. Ich weiß auch nicht. So anders und doch so gleich. Ich denke mal nicht, dass ich mit dir reden muss. Hermina hat mir gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr werdet hier und in eurer Welt sterben. Hallo? Wenn ihr tot seid, werde ich zurückkehren. Ich hasse das. Und die Gestalt mehrere Phasen eures Königs machen, oder was? Emmerich annehmen. Ja, und schon wieder. Wenn ich als Emmerich erwache, werde ich allen von eurem Opfer im Traum erzählen, um mich zu retten. Oh, wie oft denn noch? Man wird euch immer in Erinnerung behalten als die Heldin, die König Emmerich gerettet hat. Niemand wird jemals die Wahrheit erfahren. Okay. Mach mal eben eine Ulti drauf. Ach nee, komm. Wie ihr wird ist auch das der echte ätzend. Emmerich tot sein. Ich werde das Bündnis zerstören und die Völker werden euer beider Namen verfluchen. Ich muss mal eben ein bisschen aufladen hier. Kann ja wohl nicht sein, dass man hier eine Stunde braucht, um den zu töten, weil er immer wieder eine andere Gestalt annimmt. Kann ich auch was mitnehmen? Nein, schade. Leider nicht. So, befreit den Großkönig. Müssen wir jetzt wieder da zu diesen Galgen darüber? Zu diesen Galgen rüber? Ich glaube ja, ne? Raus damit, schnell und aufrichtig. Wie schlagen wir uns? Truppen sind durch die Tore gebrochen, Eure Majestät. Was beim Reich des Vergessens ist geschehen? Etwas hat sich verändert. Es wird schlecht ausgehen, oder? Es ist immer so. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt frage. Und dennoch, ich scheine mich an euch zu erinnern, aber das ist wieder nur ein Trick, oder? Es ist kein Trick. Galtis ist tot. Tot? Wirklich? Ich kann also immer noch Emmerich sein? Ich kann also immer noch Großkönig sein? Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch verdiene, aber ich denke, es ist gut so. Ja, meine Fesseln lösen sich. Und das ist sehr gut. Bedeutet das? Ja, ihr seid frei. Ich möchte erneut mit euch sprechen, Sterbliche. Kommt durch den Spiegel. Ach, wie nett sie das sagt. So, wir müssen nach geradeaus und dann nach links. Achso, ja, man kann sich, glaube ich, nicht wirklich verlaufen. Aua. Oh, ich bin beeindruckt, Sterbliche. Ihr habt meine Albträume durchstreift, ohne dabei die Nerven zu verlieren. Und ihr habt sogar euren kleinen König gerettet. Vorerst. Ich werde ihn wieder retten, wenn es nötig ist. Natürlich werdet ihr das. Ihr habt auch meinen Gemahl erschlagen. Ich werde diesen Verlust überwinden. Doch ich denke, dass ich euch noch eine Weile an seiner Stadt hier behalten werde. Vielleicht werden euch ein oder zwei Jahrhunderte Demut lehren. Wir müssen wachsam bleiben. Das werden wir noch sehen. Die Rotwardonen vielleicht könnten sich gegen uns verschwören. Ihr habt euch in der Vergangenheit bereits als sehr einfallsreich erwiesen. Selbst wenn ihr Mordafen entkommt, Sterbliche, werdet ihr damit dennoch nicht meiner Rache entkommen. Ich kann geduldig sein. Sehr geduldig. Schwester Saphia hatte euch nie fürs verdient. Erste. Es gab einmal zarte Bande zwischen Saphir und mir. Aber euch können sie nicht das Wasser reichen. Okay, Tamriel. Achso, ist alles Tamriel. Okay. Ja, fangen wir mal mit dem ersten hier an. Ich dachte gerade, ich werde jetzt hier zum Werwolf. Das ist quasi das Gleiche, aber ich kann nicht mehr dahin zurück. Also muss ich woanders hin. Logisch, ne? Ich
befürchte allerdings, ich weiß, was jetzt auf mich zukommt. Ich muss durch 3 Spiegel gehen, 3-mal wieder mal die gleichen Leute töten. Oder aber ich gehe nur durch einen Spiegel. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Ich habe Abdurak gebeten, hinunterzugehen, da ich mit euch ein wenig allein reden wollte. Sagt mir, könnt ihr euch an alles erinnern, was in dem Traum geschehen ist? Ja, Euer Majestät. Ehrlich gesagt wünschte ich, eure Erinnerung daran wäre ebenso schwammig wie die meine. Das, woran ich mich noch erinnern kann, beschämt mich eher. Ich bin der König von Sturmhafen und der Großkönig des Dolchsturzbündnisses, doch diese verdammte Daedra hat mich in ein jämmerliches Kind verwandelt. Ich bin nur froh darüber, dass ihr jetzt sicher seid. Das bin ich auch. Und ich schulde euch etwas dafür. Und in Wahrheit noch mehr. Ihr wart diejenige, die hier nobel gehandelt hat. Nicht ich. Ihr hattet genug Mut für uns beide. Ich war ein gebrochener Mann. Ihr habt es mit eigenen Augen gesehen. Ich kann nur hoffen, dass diese Erfahrung mich zu einem stärkeren, besseren König machen wird. Ihr geht zu hart mit euch selbst ins Gericht, Euer Majestät. Es ist sehr freundlich von euch, das zu sagen, doch das ist etwas, das ich nicht einfach so hinter mich bringen kann. Es ist meine Bürde. Und ich muss sie tragen. Aber genug von diesem trübsinnigen Gerede. Kommt mit mir in den Thronsaal. Ja, Euer Majestät. Okay. Was kommt jetzt? Nein! Ist das dein Ernst? Der teleportiert sich hier einfach runter und ich muss jetzt hier zu Fuß runterlaufen, oder was? Hallo? Geht's noch? Es gibt keine passende Belohnung für das, was ihr getan habt. Es tut mir leid, das zu sagen, aber euer Erfolg hat euch wohl mehr an Verantwortung als an Belohnungen eingebracht. Ihr werdet wohl früher, als euch lieb ist, wieder von mir hören. Ich entschuldige mich schon vorab dafür. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Ich helfe immer gern. Ha, seid ihr denn stets so verdammt edel? Ihr dürft nicht immer so ernst sein, meine Freundin. Vielleicht heitert euch das ein wenig auf. Es ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Aber eines, von dem ich hoffe, dass es euch ebenso gut dienen wird, wie ihr mir gedient habt. Ihr seid eine Heldin. Und nun auch eine Freundin. Vielen Dank. Dann hat er trotzdem noch nicht bemerkt, dass ich einen Stab trage. Aber egal. Wir erhalten eine zweihändige Kriegsaxt vom Entschlossene von Wut des Sturmritters und einen Fertigkeitspunkt. Da ich jetzt als euer Freund und König zu euch spreche, frage ich mich, ob ich euch überreden könnte, mir bei einigen anderen Angelegenheiten zu helfen. Eine ist eine Staatsangelegenheit, die andere ist eher persönlicher Natur. War das jetzt eine Anmache? Natürlich, Euer Majestät. Kluftspitze ist das eigentliche Problem. Der Streit zwischen den Adelshäusern dort scheint eskaliert zu sein. Ich werde euch mit meiner Autorität versehen dorthin entsenden, um die Ordnung wiederherzustellen. Sobald ich kann, werde ich mich euch anschließen. Dann werde ich versuchen, das Problem in Kluftspitze zu lösen. Und dann gibt es da noch eine persönliche Angelegenheit. Dieses verdammte Fallbeil. Aus Gründen, an die ihr euch vielleicht erinnert, möchte ich es abreißen. Ich habe Hauptmann Ernele den entsprechenden Befehl gegeben, aber ich würde euch bitten, auf dem Weg aus Wegesruh dafür zu sorgen, dass das auch so passiert. Natürlich, Euer Majestät. Ich verstehe voll und ganz. Ich fürchte, ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren, bis dieses verdammte Fallbeil endlich zerstört ist. Danach können wir in die Zukunft blicken. Können wir die jüngsten Ereignisse einfach vergessen. Könnt ihr mir mehr über die Situation in Kluftspitze erzählen? Ehrlich gesagt trage auch ich einen Teil der Schuld an den Problemen in Kluftspitze. Nach Ranseers Krieg habe ich keinem der Adligen genug vertraut, um den Thron in nur eine Hand zu geben. Also ernannte ich 3 Häuser, sich die Herrschaft über das Königreich zu teilen. Das schien wie ein kluger Plan. Und jetzt bekämpfen die Adligen einander? So scheint es. Maraya hatte mir eigentlich vor mehr als einem Jahr geraten, einen einzigen Herrscher in Kluftspitze zu ernennen. Ich hätte hören sollen. Aber nach dem Problem mit Ranser
Ich kann es irgendwie nur schwer vergessen, dass mein Kopf fast auf einer Lanze geendet wäre. Ihr wurdet in Ranzers Krieg beinahe getötet? Nun ja, meine Entscheidung, Maraya statt König Ranzers Tochter zu heiraten, ist dem Mann wirklich im Halse stecken geblieben. Irgendwann hat er Weges Rudern umzingelt. Ich erinnere mich, ich habe sogar von meinem Kopf auf einer Lanze geträumt. Wie ihr natürlich wisst, hatte ich schon schlimmere Albträume. Ja, das nenne ich dann nochmal eine gute Anspielung. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir uns sowieso aufmachen sollen, um in ein neues Gebiet zu gehen, auch wenn wir hier noch was vorhaben, ich weiß, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.